Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Lange, Frau Kappeck, es gab in den vergangenen Jahren eine ziemlich unheilige Täterallianz beim Versuch, die gehabten Strukturen möglichst zu erhalten und jeglicher Veränderung aus dem Weg zu gehen. Und ich wäre da jetzt sehr vorsichtig mit einer sehr einseitigen und eindimensionalen Ursachenzuweisung. Das waren mehrere, und hier ging einfach mal. Also wir können das so allgemein feststellen und durchaus eine lange Liste von Namen aufmachen. Sozusagen die Ignoranz den öffentlichen Bibliotheken Berlins gegenüber war und ist teilweise ziemlich parteienübergreifend. Frau Kappeck, ich hatte es übrigens geahnt. Sie melden hier eine Diskussion zum Bibliothekskonzept an und wollen eigentlich über die ZLB reden. Gut. Ja, richtig, aber Sie haben hauptsächlich über die ZLB geredet und Sie haben dann auch noch erklärt, ja, eigentlich wollen Sie nicht Äpfel und Birnen vermischen und schmeißen dann Kartoffeln in die Obstpampe. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich fange jetzt mal wirklich mit dem Bibliothekskonzept an. Ihr Antrag, den Sie eingereicht haben, erscheint uns ziemlich vernünftig. Er ist aber einigermaßen illusionär, weil wer die letzte Kulturausschusssitzung erlebt hat, wird wissen, dass diese Koalition und Ihr Kultursenator, mit Verlaub, Herr Regierender Bürgermeister, im Moment an allem Möglichen interessiert sind, aber nicht daran, Empfehlungen von Expertenkommissionen umzusetzen. Erst recht nicht, wenn diese Empfehlungen sich mit Bibliotheksfragen befassen, und vor allem auch dann nicht, wenn damit in der Folge Arbeit, Abkehr vom gewohnten Trott und eventuell noch Ärger mit kommunalen Mandarinen der eigenen Parteien verbunden ist. Das will man dann gar nicht. Und dann wird tatsächlich die Endlosschleife, pardon, aber ich bin dessen ziemlich überdrüssig, Frau Lange, die Endlosschleife der Zuständigkeitsdebatte gezogen. Also der Bezirk sagt, wir können ja nichts machen, gebt uns mehr Geld. Der Senat sagt, wir sind ja gar nicht zuständig, ist der Bezirk. Und so geht das immer hin und her. Und wahrscheinlich werden wir dann irgendwann, selbst nach dem nächsten Gletscher, der sich in ein paar tausend Jahren über diese Stadt schieben wird, ja, wenn mal wieder eine Kaltperiode kommt, immer noch auf so einer Eisscholle sitzen und darüber reden, wer das Problem denn eigentlich lösen muss. Ich denke, es bedarf dazu keiner zusätzlichen neuen Kommission. Es würde ausreichen, den Bericht der Expertenkommission aus dem Jahre 2005 aus den Archiven zu holen, ihn noch einmal zu lesen und endlich ernst zu nehmen. Wir könnten feststellen, erstens, zusätzliche Finanzmittel müssten nicht in Größenordnungen in das System eingespeist werden. Es reicht, wenn die vorhandenen optimal gebündelt werden könnten. Zweitens, noch ist die in den Bibliothekseinrichtungen des Landes Berlin vorhandene Sach- und Fachkompetenz in Gestalt gut qualifizierten Personals vorhanden. Aber diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten künftig nicht mehr zur Bedienung zweifelhafter Personaleinsparungsvorgaben missbraucht werden. Drittens, es muss Gewähr dafür getroffen werden, dass, und das passiert jetzt in den Bibliotheken und anderen Einrichtungen ähnlich wie bei Feuerwehr, Polizei, Justizvollzug und der Lehrerschaft, dass bei altersbedingtem Ausscheiden hinreichend qualifizierter Ersatz eingestellt werden kann. Und dann würde man feststellen, dass das Netz der öffentlichen Bibliotheken Berlins, ich rede jetzt nicht von Fahrbibliotheken oder Schulbibliotheken, Frau Harrand, das ist eine ganz andere Spielklasse, hauen Sie das bitte auch nicht immer durcheinander, dass das Netz zukunftsträchtig gestaltet werden kann auf der Grundlage solcher Empfehlungen. Bitte schön, aber dann kommt man um Veränderungen in der Organisationsstruktur nicht herum, Herr Wobereit. Da muss man das anfassen. Und sicherlich nicht per Ordre de Mufti. Das sind dann langwierige Kommunikationsprozesse, die muss man beginnen. Und ich denke, wenn man dann einen Vorschlag macht, zum Beispiel in Richtung eines, da waren Sie ja schon mal fast an der Schwelle, diese Tür zu betreten, in Richtung eines gemeinsam getragenen, ich sage gemeinsam getragenen Bibliotheksbetriebes von Land und Bezirken, von Land und Bezirken, auch eines gemeinsam finanzierten Bibliotheksbetriebes, dann wäre da eventuell ein bisschen mehr Bewegung machbar. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kappeck? Nee, ich habe jetzt noch 30 Sekunden, Frau Kappeck, das machen wir jetzt mal nicht. So, dann wäre das möglich. Und das, dann könnte man ein zukunftsträchtiges Modell entwickeln. Ich wollte eigentlich noch einen Satz zur ZLB sagen, Frau Kappeck, und das geht jetzt nicht nur an Sie. Ich finde es bemerkenswert, mit welcher Konsequenz in den letzten Monaten
auch in diesem Hause eines der wichtigsten Zukunftsprojekte dieser Stadt systematisch zerschossen und versenkt wird. Ich finde, das ist eine Schande auch für den Senat, aber nicht unbedingt für ihn allein. Das ist auch eine Schande für dieses Haus.